um Ihre Frage zu beantworten, meine grundsätzliche Idee, oder ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich meine Karriere im Ausland fortsetze, weil ich, wie gesagt, keinen Kontakt hatte, nicht damit gerechnet habe. Aber das als Druckmittel zu benutzen, liegt uns absolut fern. Das erste Gespräch war später am Dienstagabend, als ich damit konfrontiert wurde. Und wie öfters bei mir, muss ich dann auch mal drüber schlafen und mal drüber nachdenken, was jetzt eigentlich gerade passiert, weil wir eigentlich damit nicht gerechnet haben. Und trotzdem die Begeisterung, die Größe der Aufgabe, die Herausforderung hat dann sofort überwogen. Und dann, glaube ich, kann man es auch nur in 2 Tagen hinbekommen, wenn sich alle sicher sind und wenn man offen und sehr direkt und ganz klar miteinander kommuniziert und nicht taktiert auf und nicht andere Vereine und andere mögliche Optionen anführt, um Druck auszuüben. Ich war schon mal sehr eng. Man merkt einfach, wenn man an die Sebnerstraße kommt und auch wenn man im Ausland arbeitet, ein paar Jahre, wir sind einer der größten Clubs in Europa und damit auch in der Welt, der erfolgreichsten Clubs, Die DNA des Clubs ist eine Verpflichtung, sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass das auch selten gibt und bei den Bayern ist einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht ums Gewinnen. Somit sind die Verantwortung, die Verpflichtung ist klar, es kann keine Missverständnisse geben. Ich glaube, dass der Kader dementsprechend zusammengestellt ist und es ist einer der talentiertesten und besten Kader in Europa aktuell.